10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir befinden uns auf einer Raumstation am Rande des Andromeda-Nebels. 2 Millionen Lichtjahre von unserer eigenen Milchstraße entfernt. Mehr als 2 Millionen Jahre war das Raumschiff Galaxis unterwegs, um eine Gruppe von Menschen eine neue Heimat finden zu lassen, nachdem ihre alte Erde einer kosmischen Katastrophe zum Opfer gefallen war. Stratos, ich habe mich entschieden. Wir werden in den 4. Spiralarm der Andromeda fliegen. Das war Eric, der Kommandant der Galaxis. Der von ihm angesprochene Strabos ist sein Navigator. Und hier kommt soeben Bianca, die Biologin, mit einer Meldung in die Kommandozentrale. Eric, ich habe von mir aus alles vorbereitet. Du musst mir nur noch vor dem Abflug sagen, wie viele Menschen du haben willst. Der 4. Expeditionsteilnehmer ist die Raumfahrttechnikerin Mirina. Sie ist zurzeit am meisten beschäftigt, denn auf dieser Raumstation hier, die den Bewohnern eines Imperiums am Rande der Andromeda gehört, wird das noch auf der Erde gebaute Raumschiff Galaxis mit einem Überlichtantrieb ausgerüstet. Weißt du, Andro, ich glaube sagen zu können, dass ich die Antriebstechnik, die ihr uns da geschenkt habt, wirklich einsetzen und bedienen kann. Aber wirklich verstehen, da fehlen wohl noch sehr viele. In wenigen 100 Jahren werdet ihr Menschen den Abstand überwunden haben, der euch heute noch von uns trennt. Wir sind dir und deinem Volk sehr dankbar. Aber das ist natürlich enttäuscht, weil wir uns nicht auf eure Persönlichkeit ansehen dürfen. Wie soll man das jetzt alles kurz erklären? Die Erde ist verglüht, als die Sonne unerklärbarerweise zur Nova wurde. Das war im Jahre 3000. Es blieb gerade noch Zeit, einige Raumschiffe mit jeweils 500 ausgesuchten und jungen Menschen auf die Reise zu schicken. Zu den Fixsternen der näheren Umgebung. Was aus ihnen geworden ist, wissen wir hier nicht. Nur das Raumschiff Galaxis, das größte, wurde auf Kurs Andromeda-Nebel gebracht. Mit 250.000 tiefgefrorenen menschlichen Keimzellen. 4 davon wurden vor 25 Jahren aktiviert, damit sie bei der Ankunft in diesem Spiralnebel als erwachsene Menschen mit einer umfassenden Bildung ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen konnten. Eric, Strabos, Bianca und Mirina. Ihr spricht Daddy. Ich bitte euch, um 12 Uhr Raumzeit in die zentrale Computerstation zu kommen. Ende. Es gefällt mir an euch, dass wir noch so emotional seid. Es lag nahe, unserem Zentralcomputer, der unsere Geburt eingeleitet und uns 25 Jahre lang aufgezogen hat, einfach Daddy zu nennen. Und es gefällt mir auch, dass diese Gedankenmaschine den Namen angenommen hat und sich sogar als Daddy meldet. Bei uns wäre das undenkbar, obwohl wir sicher auch ein Gefühlsleben haben. Gott sei Dank, sonst hättet ihr euch nicht um uns gekümmert. Und ohne Überlicht würden wir Jahrtausende in dieser Galaxis herumirren, mit nur sehr geringer Hoffnung, eine neue Erde zu finden. Es ist 12 Uhr. Hier sind wir alle. Was hast du uns zu sagen, Daddy? Soweit es an mir gelegen ist, sind alle Systeme der neuen Technik angepasst. Schaltkreise, Speicher und Verarbeiter haben sämtliche Informationen erhalten und sie in ihre Aktivitätsbereiche integriert. Gibt es noch Schwierigkeiten mit den fremden Bildzeichen und akustischen Signalen? Nicht mehr, obwohl wir nur knapp einer Katastrophe entgingen. Eine Katastrophe? Ja, was sollte das für eine Katastrophe? Der Steuercomputer der Waffenstation hat ein andromedanisches Symbol, dessen Bedeutung er nicht erkannte, auf eine falsche Festplatte gespeichert, was kurz darauf in der logischen Abfolge zu einem Feuerbefehl für die Laserkanone führte. Aber es ist doch nicht ein Schuss gefallen. Gewiss nicht, Mirina. Und zwar deinetwegen. Wieso? Was habe ich mit der ganzen Sache? Die Laserkanone waren zu diesem Zeitpunkt zufällig auf die andromedanische Maschinenhalle gerichtet, in der du mit Andoro gearbeitet hast. Dann ist mir der Rest schon klar. Der Impulsgeber der Zieleinrichtung hat Mirina dort geortet und damit den Feuerbefehl nicht mehr angenommen. Stimmt. Das oberste Computergesetz, keine Aktivität gegen menschliches Leben. Das heißt aber auch, dass unsere Waffenstation die Andromedana mit Andoro bedenkenlos zerstrahlt hätte. Ja, sie sind keine menschlichen Wesen. Da hätten wir uns wieder einmal fein eingeführt.
Andoro hat schon recht, wenn er uns menschliches Pack auf Abstand halten will. Das hat doch nichts mit uns zu tun, wenn ein Computer ein ihm unbekanntes Symbol falsch speichert und dann entsprechend reagiert. Aber wir Menschen haben diesen Computer gebaut, der ebenso unzulänglich sein kann wie wir selbst. Und der andere damit gefährdet. Ich werde diesem Trottel meine Meinung sagen. Das wird ihm wohl völlig egal sein. Verzeih, Daddy. Damit habe ich jetzt auch dich gekränkt. Mir müsste es genauso egal sein, aber ich gebe zu, dass mir der Kontakt mit euch mehr bedeutet, als meine Speicherkapazität vorgesehen hat. Daddy! Stopp, Bianca. Wenn du jetzt sagen wolltest, Daddy, du bist ein Mensch, dann hättest du ihn wirklich beleidigt. Du irrst dich, Strauß. Ich wäre gern ein Mensch mit euren Sorgen und Ängsten, mit diesem gewaltigen Abenteuer vor mir, mit der Sehnsucht, eine neue Heimat zu finden und sie aufzubauen. Aber Daddy, du bist ja dabei! Solange es uns gibt, gibt es dich auch. Jetzt bist du aber im Irrtum, großer Kommandant. Daddy wird es auch noch geben, wenn es uns nicht mehr geben wird. Ach, diese Biologin. Hör endlich auf mit deinen Spekulationen, Bianca. Kinder, wir haben zu tun. Was geschieht nun? Wie geht es weiter? Sehr richtig, Merina. Du bist eben eine Technikerin, so wie ich auch. Wir stehen mit beiden Beinen fest auf der Erde. Erde ist gut. Wir werden die alten Sprichwörter allmählich verändern müssen. Nein. Willst du unsere Erinnerung zerstören? Erinnerung. Das ist auch gut. Wir haben ja gar keine. Wir haben nur Informationen über eine ursprüngliche Heimat, die es seit 2 Millionen Jahren nicht mehr gibt. Schluss jetzt. Wir befinden uns unmittelbar vor einem Flug ins Ungewisse und ihr redet über alte Sprichwörter. Gut, ich sage nichts mehr. Wie ich bereits gemeldet habe, alle Systeme sind neu koordiniert und funktionieren klaglos. Sauerstoff ist beinahe unbegrenzt vorhanden. Nahrung für euch vier, allerdings nur für 200 Jahre. Und sie wird sich durch die Anzahl der Menschen, die ihr aktivieren wollt, reduzieren. Richtig, Bianca. Du wolltest diese Zahl noch vor dem Abflug wissen. Warum eigentlich? Bei diesem schwerwiegenden Vorhaben hätte ich noch gerne Andoro und sein Wissen in greifbarer Nähe. Dann legen wir die Zahl gleich fest. Ich brauche für die Kommandozentrale 2 Techniker. Und ich brauche ebenfalls 2 für die Navigation. Sind schon 4. Und du, Mirina? Ich brauche für die laufende Kontrolle aller technischen Systeme, für Wartung und Reparaturen, exakt 10 Arbeiter. Sind zusammen 14. Ich werde die Abweckungen einleiten. Du selbst benötigst niemanden zur Unterstützung? Aber ja, wenigstens 3 Säuglingsschwestern und ein paar Krankenpfleger. Aber was nützt mir das? Ich bekomme sie ja auch nur als Babys. Und mit Babys kann ich keine Babys pflegen. Plane sie trotzdem ein. Für die nächste Generation. Wir müssen die nächsten 20 Jahre ja auch ohne die soeben bestellten Hilfskräfte auskommen. Da hast du allerdings recht. Okay, insgesamt 20 neue Menschen. Ein bescheidener Anfang. Nimm 10 männliche und 10 weibliche, Bianca. Es war der Wunsch eurer Vorfahren, immer ein diesbezügliches Gleichgewicht zu halten. Hatte das einen bestimmten Grund? Ja, die Menschheit wurde in den 10.000 Jahren ihrer Geschichte so gut wie ausschließlich von Männern geführt, was sie oft genug an den Rand des Untergangs brachte. Warum hat man das nicht geändert? Man hat es ja, aber erst in den letzten 500 Jahren mit großem Erfolg. Und so soll es auch bei euch bleiben, bei der neuen Menschheit. Unser Kommandant ist aber schon wieder ein Mann. Es ist vorgesehen, dass der Nächste eine Frau sein wird und so weiter. Und zwischen euch darf es keinen Wertunterschied geben. Dann wäre auch das geklärt. Der nächste Punkt. Ich habe mich für den 4. Spiralarm als Zielgebiet entschieden. Die Auswertung der Sternkarten der Andromedaner ergab für diesen Bereich die größte Häufigkeit gelber Sterne. Nur bei diesen haben wir eine Chance, einen für uns geeigneten Planeten zu finden. Wenn überhaupt. 2 solche liegen eine Nasenlänge vor uns. Da draußen, in Andoros Imperium. Aber sie sind leider besetzt. Wir 4 oder bald wir 24 werden bestimmt genügend Platz. Wenn wir unser Projekt aufgeben, ich glaube, uns würden sie aufnehmen. Nicht solange sie wissen, dass hinter uns noch weitere 250.000 Menschen auftauchen können. Willst du die vielleicht töten? Natürlich nie. Es war nur so ein Gedanke, rein egoistisch. Vergesst ihn. Ich kann es verstehen, dass uns die Andromedaner nicht so ganz trauen. Kein Wunder. Andoro hat aus unseren Aufzeichnungen unsere Geschichte studiert. Trotz aller Sympathie halten sie uns für Barbaren. Oder zumindest für unberechenbar. So oder so, das hier war nur eine Zwischenstation. Es erfolgt der Aufbruch zu den Sternen.
Lebt wohl, meine Freunde. Ich wünsche euch viel Glück. Werdet sesshaft. Erzieht eine neue Menschheit in Friedfertigkeit und Weisheit. Aber bleibt stark. Euer neues Imperium muss sich verteidigen können. Denn unsere Galaxis beherbergt viele tödliche Gefahren. Vom unüberwindlichen Magnetfeld bis zu Lebensformen, die alles vernichten, was ihnen unterkommt. Und mit denen es kein Verhandeln gibt, selbst wenn sie intelligent sind. Wir werden dich und deine Welt nie vergessen, Andor. Unsere erste Stadt, wenn wir je eine haben sollten, wird deinen Namen tragen. Werden wir dich nie wiedersehen, Andor? Mit Überlichtgeschwindigkeit könnten wir doch in mehreren Sprüngen wieder einmal zurückkommen. Dazu werdet ihr keine Zeit haben. Der vierte Spiralarm, euer Zielgebiet, liegt fast 100.000 Lichtjahre von hier entfernt. Und dann müsst ihr dort erst anfangen mit der Suche nach einem Planeten. Ihr seid auf Jahrhunderte versorgt. Vielleicht sogar auf 1.000 Jahre. 1.000 Jahre ist unsere maximale Lebenserwartung, hat man uns gesagt. Wir wissen es nicht, denn wir sind alle erst 25. Plus 2 Millionen. Aber die zählen nur indirekt. Mirina und Strabos, mein letzter Rat für euch. Keine Kursänderungen, während ihr im Hyperraum seid. Das dürft ihr erst riskieren, wenn ihr die Erfahrung von 500 Sprüngen hinter euch habt. Hier gibt es Milliarden Sonnen, aber trotzdem ist der ganze Raum unvorstellbar leer. Und dennoch ist das Risiko groß, plötzlich in einer Gaswolke aufzutauchen, die sich gerade verdichtet, bei 100 Millionen Grad. Danke, Andor. Wir werden unserem Lehrer keine Schande machen. Jetzt werdet ihr etwas Seltsames erleben. Meine Angehörigen würden mich nicht verstehen. Ich möchte mich von eurem Zentralcomputer verabschieden, als wäre er ein Mensch oder irgendein Lebewesen. Daddy, pass gut auf deine Mannschaft auf. Ich danke dir, Andor. Ich weiß jetzt, dass auch du etwas von uns gelernt hast. Ja, das stimmt. Und es hat mich nachdenklich gemacht. Leb wohl, mein Freund. Leb wohl. Kommando an alle Stationen. Entfernung vom Satellitenstützpunkt der Andromedana eine astronomische Einheit. Geschwindigkeit 90% Licht. Flugrichtung linear auf Kugelhaufen ASP4 312 laut Andromeda Sternkarte. Entfernung vom Zielgebiet 96.000 Lichtjahre. Weite des beabsichtigten ersten Raumsprunges 124 Parsec. Das sind 404,24 Lichtjahre. Strabos melden. Navigationszentrale Strabos. Koordinaten mehrfach überprüft und an alle Systeme weitergegeben. Angepeilte Einkaufsstelle in 124 Parsec Entfernung. Absolut materiefrei. Mirina, bitte melden. Maschinenzentrale Mirina. Koordinaten sind bereits in den Dimensionsverzerrer eingegeben und wurden akzeptiert. Der Countdown läuft schon bei minus 40 Sekunden. Du hast noch 37 Sekunden, um ihn bei Gegenentscheidung abzubrechen. Nein, es hat keinen Sinn, noch zu überlegen. Was sagst du, Daddy? Ich bin deiner Meinung, Eric. Niemand von uns kann den Überlichtantrieb der Andromedana auf seine Funktionssicherheit überprüfen. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Wir müssen es riskieren. Bianca, ist deine biologische Station abgesichert? Du hast dich noch nicht gemeldet. Alles okay. Sei unbesorgt. Noch 10 Sekunden bis zum Austritt aus dem dreidimensionalen Raum. Gott steh uns bei. 5, 4, 3, 2, 1, go! Freunde, meldet euch! Ich habe jedenfalls überlebt. Strabos gibt es jedenfalls noch. Ich habe noch nicht nachgezählt, aber es dürften noch alle Knochen da sein. Was mich betrifft, gibt es keine Probleme. Aber was unsere Babys betrifft, will ich sofort alle Behälter überprüfen. Und wie geht es dir, Daddy? Es war ein interessantes Erlebnis. Das heißt, es ist noch immer eines. Denn meine Anfragen sind Sensoren bleiben unbeantwortet. Haben wir demnach Schäden erlitten? Mirina, läuft auf deinem Zauberkasten die Kontrolluhr? Ja, wir sind bald eine Minute unterwegs. Sind unsere alten Uhren also tatsächlich ausgefallen, wie es uns die Andromedaner angekündigt haben? Aus
ausgefallen nicht, aber seltsam verändert. Die Bewegungsabläufe sind aufs Äußerste verlangsamt. Die Zeit im Hyperraum ist in der Relation zum Normalraum eine mathematisch zu vernachlässigende Größe. Nur die Uhr auf dem Dimensionsverzerrer funktioniert auf Normalbasis. Merina, wie lange werden wir im Hyperraum sein? Wir materialisieren in 12 Stunden und 17 Minuten. Habt ihr alle mitgehört? Ja. Ja? Ich verordne euch einen 10-stündigen Tiefschlaf. Totale Entspannung und dann erhöhte Konzentration. Noch wissen wir nicht, was passiert, wenn wir wieder auftauchen. Während einer Kaffeepause zu überbrücken. Hier sind wir. Willst du eine Party geben, Eric? Ich habe noch nie eine gegeben. Und ich war auch noch nie bei einer eingeladen. Gut Stück. Wir sind ja erst seit ein paar Wochen existent. Die ersten 25 Jahre wurden wir ohne persönliches Bewusstsein nur entwickelt, trainiert, ausgebildet und gedrillt. Ist dir eigentlich klar, Daddy, dass du uns, wenn auch im Auftrag unserer Väter, die ganze Jugend gestohlen hast? Nicht solche Worte, Strabos. Daddy hat nur seine Aufgabe erfüllt und noch dazu vorbildlich. Ich danke dir, Bianca, aber ich habe das nicht als Vorwurf empfunden. Oh, um Himmels Willen, es sollte auch keiner gewesen sein. Ich weiß schon, wie es gemeint war. Eines stimmt natürlich, eure Kindheit muss dem Überlebenstraining geopfert werden. Nicht aber eure Jugend. Ihr werdet noch in 200 Jahren kaum älter sein als jetzt. Dann wird die Party auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir werden jetzt, nachdem wir gesehen haben, dass die Sache funktioniert, einen Sprungplan ausarbeiten. Nach etwa dem 10. Mal werden wir versuchen, die Weite zu steigern. Das Maximum mit unserer Anlage sind 427 Parsec, also 1392 Lichtjahre. Das wäre ja fantastisch. Die Andromedaner schaffen bis zu 10.000 Lichtjahre pro Sprung, allerdings nur mit ihren Großraumern und gigantischen Aggregaten. Ein Wunder, dass sie unsere Nussschale überhaupt so weit umbauen konnten. Sei nicht undankbar. In dieser Nussschale haben wir 2 Millionen Jahre ganz angenehm geschlafen und unsere 1000 Meter Durchmesser sind ganz passabel. Achtung, eine wichtige Beobachtung wurde soeben gemacht. In Sektor B2 Steuerbord wurden 15 Flugkörper von den Infrarotabtastern erfasst. Flugrichtung 15 Grad zu unserer eigenen Bahn geneigt. Geschwindigkeit 40% liegt bei Beibehaltung beider Flugbahnen. Werden sie in einer Stunde mit 5 Grad Neigung unserer Bahn im Abstand von 2000 Kilometern queren.
Strabus, komm, wir fahren in die Waffenstation. Jetzt sollten wir natürlich schon eine größere Mannschaft sein. Mirina, du übernimmst die Steuerung. Wir bleiben unverändert auf Kurs. Danny, du gibst uns alle Informationen über alle Stationen durch. Der Landeraum, den du berechnet hast, liegt in einem Stern geviert von 50 Lichtjahren materiellosen Zwischenraum, nicht wahr? Genau. Nur damit wir beim ersten Sprung unbegrenzt Platz für die Landung haben und nicht auf einen nahegelegenen Stern knallen. Siehst du, die totale Einsamkeit. Und trotzdem gondelt hier jemand mit halber Lichtgeschwindigkeit herum. Die müssen ja schon Jahrzehnte unterwegs sein. Denk an unseren Flug zwischen den beiden Milchstraßen. Schön. Aber wie oft kommt so etwas vor? Danke. Du wartest hier auf uns. Durchsage. Die fünf Flugkörper haben auf 90% Licht beschleunigt und Kurs auf uns genommen. Sie werden in wenigen Minuten unmittelbar neben uns sein. Alle Laserkanonen aktivieren und in Feuerstellung bringen. Bordcomputer schließt alle Systeme auf einheitliche Befehlsdurchgabe zusammen. Schutzschild über gesamte Steuerbordseite aufbauen. Sei nicht so sparsam und leg in uns das ganze Schiff. Immerhin haben wir keinerlei Erfahrung für solche Situationen. Du hast recht. Sicher ist sicher. Da! Jetzt tauchen sie schon auf dem Direktbeobachter auf. Mirina, bist du da? Wo soll ich denn sonst sein? Dann bin ich beruhigt. Wenn du nämlich da drüben wärst, würden unsere Kanonen womöglich wieder nicht schießen. Schluss mit dem Geblödel. Kinder, das sieht vielleicht aus. Jedes Schiff hat 1500 Meter Durchmesser. Die Formen sind verschieden, aber angenähert zylindrisch. Bisher noch kein Anruf, kein Funkspruch. Sprachcomputer, gib in Symbolumwandlung durch. Anflug abstoppen. Name, Herkunft und Absicht bekannt geben. Stoppen. Eigene Absicht ist friedliche Weiterreise. Verstanden. Kommande, Durchführung erfolgt sofort. In den. Ich habe den Flug der fünf Schiffe zurückverfolgt. Sie sind unmittelbar nach uns aus dem Hyperraum gekommen. Ob sie uns schon dort drinnen geortet haben? Wir könnten so etwas nicht. Das kann ich nicht feststellen. Sie haben abgestoppt, das heißt, sie fliegen parallel mit uns. Das kommt einem Stillstand gleich. Verstehe ich nicht. So eine Begegnung ist doch ein gravierendes Ereignis. Da sagt man doch wenigstens guten Tag. Oder schießt wenigstens einen Torpedo herüber. Bitte, haben Sie dir deinen Wunsch nicht schnell genug erfüllt? Auf dem Bildschirm sehe ich nichts, vermutlich zu klein. Die drei Geschosse fächern ab und werden steuern von Backbord und unterhalb an unserem Schiff vorbeiziehen. Verstehst du das, Strabus? Eigentlich nicht, aber wir werden es vermutlich. Alles klar. Sie haben vorne mit einem Schutzschirm gerechnet und die Geschosse gleich auf die Hinterseite gelenkt. Strabus, deine Idee hat uns gerettet. Abwarten, die werden ja noch mehr können. Die drei Geschosse wurden im Schutzschirm integriert, dürften aber nur wenig Sprengstoff gehabt haben. Schiff blieb unbeschädigt. Ich habe den Schirm auf der Rückseite kurz geöffnet und eine Sonde hinausgeschickt, da einige reflektierte Bruchstücke neben uns schwebten. Untersuchungsergebnis folgt schnellstens. Auf jeden Fall haben sie geschossen. Achtung, Lasergeschütze!
ein einziger Schuss von einer Sekunde Dauer auf das fremde Mittelschiff, dann sehen Sie, dass wir ebenfalls schießen können. Aber nur warten wollen. Durchführung eingeleitet. Ende. Und schon auch erledigt. Ein wunderbar präziser Schuss, aber wirkungslos nach allen Seiten zerstäubt. Sie haben ebenfalls Schutzschirme. Das Auswertungsergebnis. Die Raketen hatten nur einen Ansaug und eine Rohrvorrichtung. Im Inneren enthielten sie aber je eine Tonne Betäubungsgas. Ich habe dieses Gas bereits analysiert. Es ist genau auf unseren menschlichen Metabolismus abgestimmt. Die wissen also, wer und was wir sind. Und von wo? Und warum wollten Sie uns betäuben? Sie wollen uns demnach leben. Vielleicht für die Speisekarte? Achtung, es ist eine Antwort eingelangt. Sie lautet sinngemäß, wir dürfen in diesem Raum sind doch keine humanoiden Intelligenzen. Wir wollen euch nicht töten, aber wir müssen euch jegliche Technik wegnehmen. Wir werden euch auf einen Sauerstoffplaneten bringen, wo schon 2 Millionen Humanoide leben und einander langsam umbringen. Aber das wird euer Problem sein, dort zu überleben. Unter euresgleichen leistet keinen Widerstand. Ihr habt keine Chance. Gegen unsere nächste Waffe nützt auch kein Schutzschirm. Gebt sofort Antwort. Ende. Und ob wir Widerstand leisten werden? Ich glaube, gleich sie schreckliche Erfahrungen mit unseresgleichen gemacht haben. Wirklich gar nicht. Erinnert euch doch nur, wie entsetzt Andoro war, nachdem er ein wenig Menschheitsgeschichte serviert bekommen hatte. Ich glaube, wir dürften uns nicht zum Edelsten zählen, was der Kosmos so an Intelligenzen hervorgebracht hat. Kinder, ich habe eine Idee. Immerhin studiere ich seit Tagen die Gebrauchsanweisung unseres Hyperantriebs. Beim Austritt aus dem Normalen entstehen gewaltige Turbulenzen. Der Grund, warum erst geschaltet werden darf, wenn man weit genug von fester Materie entfernt ist. Verstehe, Mirina. Du willst plötzlich abspringen und das dann... Das geht doch nicht. Für die nächsten Koordinaten brauchen wir... Du denkst an den Landeplatz, um den geht es nicht. Es geht nur um den Sprung an sich. Mirina hat recht. Das ist eine Chance. Man muss woher trotzdem... Nichts muss man. Gib die alten Koordinaten noch einmal ein. Wie lange sind wir schon wieder da? 15 Minuten. Also gib eine halbe Lichtstunde für die Jahre Entfernung dazu. Dann sind wir in einer Minute wieder in der alten Flugrichtung im Normalraum zurück. Aber unsere 5 Freunde werden uns mit Absturz zu weit vergessen. Fantastisch! Wie lange brauchst du bis zum Absturz, Mirina? Wenn unser schwerfälliger Navigator 1 und 1 zusammenzählen kann, ein paar Minuten. Wunderbar! Sprachcomputer, eine Durchsage an die Fremden. Können euer Verhalten nicht verstehen. Erbitte nähere Erklärung. Ende. Das wird genügen. Durchsage an alle Stationen. Fertig machen zum Sprung in den Hyperraum. Mirina übernimmt den Countdown direkt. Ende. Im Augenblick unseres Austrittes aus dem Normalraum wird die in der Nähe zurückbleibende Materie bis an ihre Zerfallgrenze belastet. Die 5 Schiffe. Ich will sie nicht vernichten, aber wir müssen ihnen entkommen. Die Folgen haben sie sich selbst zuzuschreiben. Entzifferung der Antwort lautet, keine nähere Erklärung. Verlasst euer Schiff mit einem Beiboot. Mitnahme von Waffen ist verboten. Weigert ihr euch, wird euer Schiff in ein Magnetfeld gehängt und abtransportiert. Kein weiterer Kontakt mehr. Sofortige Durchführung. Wie nett und freundlich. Mirina, wie weit bist du? Nur mehr eine knappe Minute. 20 Sekunden vor dem Austritt müssen wir den Schutzschirm abschalten. Und sofort danach sollten wir ein leeres Beiboot ausschleusen. Das wird sie noch einmal ablenken. Gute Idee. Luftschleuse 2, Steuerbord. Ausstieg öffnen. Beiboot der Klasse 3A abschussfertig machen. Countdown minus 40 Sekunden. Die direkte Sicht zeigt bisher an den Schiffen keine Veränderung. Bis jetzt ja, aber schau doch einmal das mittlere an. Es dürfte sich absetzen. Ja, in Richtung auf uns, wenn das nur gut geht. Vielleicht ist das schon eine Vorbereitung für dieses Magnetfeld. Schutzschirm ab. Beiboot ausschleusen. Schutzschirm noch einmal aktivieren. Noch 20 Sekunden. Macht nur ja keinen Blödsinn da drüben. Was ist denn das? Aus dem Schiff kommen 2 gigantische Stangen, wie die Fühler eines Käfers. Wahrscheinlich sind das die Abstrahler für das Magnetfeld. Mirina, drück drauf! 10, 9, 8, 7, doch schneller, Mädchen. 6, 5, vorwärts. 4, 3, 2, 1, go!
Bravo, Mirina, und richte bereits alles für den Wiedereintritt her. Den Countdown bei minus 20 Sekunden über alle Stationen durchgeben. Verstanden? Verstanden. Stratos, sofort in die Beobachtungszentrale. Aktiviere jedes Kontrollgerät. Wir müssen jede Fliege auf diesen Schiffen sehen können, wenn wir wieder eingetaucht sind. Bin schon unterwegs. Mirina, wir gehen nach dem Wiedereintritt auf halbes Licht zurück, damit wir beobachten können, was hinter uns passieren ist. Wenn der Gegner aktiv geblieben sein sollte, erreicht er uns so und so. Macht euch fertig. Es ist gleich soweit. 20 Sekunden bis zum Wiedereintritt. Jetzt geht's ums Ganze. Wenn uns solche Zwischenfälle noch oft passieren, brauchen wir 100 Jahre bis zu unserem Kugelhaufen. Oder wir werden ihn nie erreichen, denn die lautfahrenden Völker dieser Galaxis sind uns weit überlegen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Strauß, bitte melden! Großprojektor zeigt, 3 der 5 Raumschiffe kleben total deformiert auf einem Klumpen beisammen. Die Turbulenz muss sie aufeinander geschleudert haben. Das 4. ist in 2 Hälften zerbrochen und das 5., das Führungsschiff, das sich uns zuletzt genähert hat, ist in eine Staubwolke von Millionen Partikel zerfallen. An Kommandozentrale. Beschleunigung auf 95% Licht erhöhen. Linearer Weiterflug in Richtung ASP 4, 132. Vorbereitungen für den nächsten Raumsprung sofort im vollen Umfang aufnehmen. Ende. Ich weiß, was du meinst. Wo haben sie uns geortet? Warum haben sie uns verfolgt? Und von wo wussten sie, wer und was wir sind? Eine direkte Beobachtung durch die Schiffswand, wie es zum Beispiel Andoro gemacht hat, konnte nie stattgefunden haben. Sonst hätten sie unsere Vorbereitung zum Absprung erkannt und alles vereitelt. Also schön. Ein Rätsel. Vielleicht lösen wir es einmal, aber es wäre mir lieber, nie mehr etwas von ihnen zu hören. Irgendwie tut mir das alles leid. Sie hassen die humanoide Rasse. Vielleicht hätten wir sie eines Besseren belehren können. Dazu ist es zu spät, aber ihr Hass wird noch größer geworden sein. Was war das? Eine kleine Warnglocke für mich persönlich. Aus der biologischen Station. Hört einmal zu, wenn ich das Mikrofon aufmache. Die Menschheit wächst schon wieder. Aber einen Heimatplaneten hat sie noch immer nicht. Dann sieh zu, dass du einen findest, Kommandant. Ich gehe jetzt unsere Babys füttern.